Hallo liebe Emanzen und Paranormalisten. Heute gibt's einen Grund der Zusammenfindung bei Carmen Maria Machados veranstalteten Geschichte im tiefen, tiefen Wald. In der Beraumung für Lichtspielaufführungen, genannt Kino, wachen Eldora und Octavia auf. Während ihrer Fahrradtour begegnen sie etwas. Doch das Gruselige daran ist, dass dies Alltag zu sein scheint in der Kleinstadt Shadowtofing. Vielmehr rätseln sie um das Vergessen in ihrer Narkose. Dies ist nicht das einzige des Lösungsweges anzutreten. Beide, seit Kindheitstagen eng beieinander stehend, fangen an, sich auseinander zu parten. Die eine steht vor der Wahl, einer Schreiberkarriere nachzueifern, die andere ihrer Sandkastenfreundin endgültig zu entsagen und sich an den Highschool-Schwarm Jessica ranzumachen. Blackouts, Krater, hautlose Männer. Solche Mysterien kann nur eine jung gebliebene Wicca entzweifeln und das mit einem gedankenverdrängenden Wasser sowie wiederherstellenden Extrakt dazu. The Lowoods hat mir ein uninteressantes Thema fern meiner Betroffenheit gut vorgespannt. Allein diese explosive Offenbarung über die Erlebnisse der kleinen Magierin schlängeln einen ums Bein. Die gebürtig kubanisch-lesbische Autorin hat es geschafft, einer bigotten feministischen Wohlstandstragödie auszuweichen und ein Thema genreüberdeckt, ohne lästig darauf aufmerksam zu machen, nämlich Missbrauch. Das ist mein erstes Hill House Comic. Vorher kannte ich nur die Adaption des Verlag-Urhebers. Doch wenn jede Geschichte von ihr so gut ist, dann haben wir den weiblichen Clive Barker ausgemacht. Und ich werde auch öfter im Sub Black Label des Stephen King Jr. vorbeischauen. Die Zeichnerin unter dem Pseudonym Dani, die sich ein eigenes Comic durch Kickstarter aufbaute, muss keine zusätzliche Bescheidenheit empfangen, als es der Stil schon tut. Ihr verkratzter Raststättenscham passt einfach in so eine Erzählung. Teils fiel es mir echt schwer, bei einigen Bildern vom Eduardo Risso wegzudenken. Parallelen zu anderen Horrorserien wie Stranger Things sind durchaus bekannt. Joe Hill hat ja einen Vertrag mit Netflix. Vielleicht sieht sich dieses Machwerk einer Umsetzung vor. Uns steht nur zu ahnen, was das große Ende plant. Fazit: Wer lang um eine Kleinstadtstory à la Silent Hill mit Emotionen gezielt auf menschliche Probleme sowie Bedürfnisse betete, der kann damit rechnen, überschüttet zu werden. Wirklich das beste Comic, wofür ich kein Geld ausgab. Damit du das aber machen kannst und kein Comicladen in der Nähe hast, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Falls jemand von der Realität entfliehen wollte, sollte er dies kein drittes Mal ablehnen. Besonders wenn es einige Extras dazu gibt. So ist es im Falle der Kleinen, die mitkriegt, wie ihr Vater Mutter misshandelt und dann auf Rat des geerbten Puppenhauses zum Werkzeug greift. Daraufhin verbringt sie die nächsten Jahre samt Pubertät im Erziehungsheim, wo ihr die Gören sozial zuspielen. Aber irgendwie lässt sie sich wieder vom Haus gewinnen, als sie vom Todesfall ihrer Mutter in der Anstalt hörte. Das Angebot der Reanimation aber abgeschlagen, beginnt sie ein Leben auf eigenen Füßen mit Spross und Gemahl. Doch Alice ist nicht das einzige Kind, das sich dieser teuflischen Kinderware versprach. Parallel zu dieser Geschichte wird auch die Einführung des Puppenhauses im Familienbesitz erzählt. Doch was sich hinter diesem Spielzeug verbirgt, ist multiversaldimensionaler, als die Beteiligten es passen können. Der Autor Mike Carey hat sich mit seinem Namen ein Pseudonym gemacht, das bekannt ist unter den britischen Kolonien in den amerikanischen Comics mit Titeln wie Hellblazer, Lucifer oder X-Men. Von solchen kommt auch der Zeichner Peter Gross. Man kann davon ausgehen, dass das Ganze um die Zeit herum atemberaubender ausgesehen hätte als heute. Breischwammig geht aber auch noch klar, um den Wahnsinn popartig rüberzubringen. Diese mittelmäßig anfangende Geschichte nahm Mitte richtig an Fahrt auf. Das lag, weil sie teils was von The Great Secret Show hatte, wo sich zwei entgegengepolte Elemente unter die Menschheit mischen und nur Sterbliche den Kampf entscheiden. Nur flüssiger erzählt in dem Fall hier. Ein bisschen musste ich auch an den Schulschläger aus S denken bei dem Mobbermädel. Fazit: Besten King-taugliche Merkmale über einen Konflikt unserer Psyche, die von einem uralten Bösen bis zur nächsten Generation angefallen wird. Im letzten Band dieser Präsentation lässt der Königssohnemann die Schädel kullern. Und nein, es werden keine weiteren Jokes über gefallene Häupter zu hören sein. Ein aufstrebender junger Polizist will sich mit seiner Freundin einen schönen Sommer auf des Sheriffs Anwesen machen. Die Rundführung in des Wikingerbesitz der Familie gestaltet sich nachts zur Entführung, als der Junge verschwindet und ein Al Pacino-Gangster June überrascht. Nach einer Hetzjagd, einmal mit dem Erbstück ausgeholt, und der Stalker ist nicht mehr ganz so hartnäckig, nur noch seine große Klappe. Diese über Jahrtausende wallende Waffe tötet die Gegner nicht, mit dem man sie verletzt, sondern es geht ihnen sogar besser, da aus Yggdrasil, dem Weltenbaum, das Leben sprießt. Ähnlich dem entleibt Mimir aus der Mythologie, welcher eine Weisheit ausstattet.
Erfährt die Verfolgte über die Verbindung zu einem Komplott der vier Sträflinge, die auf die Arbeit des rotgelockten Gesetzeshüter aus sein könnten, seit dem Suizidensprung ins Wasser einer Hochschwangeren. Je mehr Köpfe zu Boden gehen, umso klarer wird der Abgang ihres Geliebten. Auch wenn mich das Finale nicht mehr überraschen konnte, war ich Teilhaber einer klassischen Joe Hill-Geschichte. Außergewöhnliche Plots, biegbare Figuren, die man erst in ihren Handeln der jeweiligen Situationen kennenlernt. Zumal es sich auch eher wie ein Krimi liest. Der gute Hill wird sich auf ein größeres Podest von Comics und Streaming-Serien heben. Das könnte man glauben. Das Gefühl eines Thrillers vermittelt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Zeichnung, die mich deswegen an den aus Brubakers oder Azrael Stories erinnern. Fazit: guter Thriller gefällig, der nur an seidener Naht einer Sage zieht, ohne dass er atmosphärisch reißt. Also holen, solange der Kopf noch dran ist. Sorry, der musste sein. Ich bedanke mich nochmal bei Steffen Volkmar.